Herzlich willkommen zu einer weiteren Folge hier auf deinem F-Marsch. Wir machen weiter mit Mais und schauen mal, dass wir unseren Acker runterkriegen. Wir ernten Feld 3. Finger zu kurz. Später wollen wir noch Hopfen ernten. Mal gucken, ob das entsprechend schon reif ist. Glaube eher nicht. Machen wir Gras aktivieren. So, Hopfen ist erntereif. Gut, dann wäre das ein Startpunkt für und da 4 ist auch erntereif. Aber 4 haben wir nicht. 36 ist noch erntereif. Die 40 könnte man noch machen wegen Heu. Ja, aber mal kaufen, ne? Haben wir nicht. So, da wir Hopfen theoretisch auf dem Plan, müssten wir gucken, weil jetzt haben wir aktuell noch nass, geht nicht. Also sobald trocken ist, geht er dabei. Was geht hier nicht? Abladen, Junge, abladen. Ja, sobald trocken ist, geht Hopfen bei. Und dann muss Mais warten. Aber natürlich hier unser Hopfen Vorrang, wenn es trocken ist. Ne? Das kann noch ein bisschen dauern, da wir Herbst haben und mal ganz kurz gucken, ob unsere Rüben auch reif sind. Na, die eng, ja. Die aufmachen. Zu. Ja, unsere Kartoffeln, ne? Kartoffeln. Das ist ja hier 18 und 17, ja, noch nicht reif. Das ist ganz gut so, dann können wir mal eins erstmal fertig machen in aller Ruhe und dann der nächste. Ne? Die werden wir auch gleich mehr oder weniger verkaufen. Die lagern wir nicht ein, Kartoffeln. Das wird normalerweise Matsch, wenn du keinen richtigen Lagerplatz hast. Das heißt, normalerweise Kartoffeln brauchen einen Kühlraum. Natürlich in Kisten Paletten reinfahren, ne? Damit man die auch einzeln in Verkauf bringen kann, zum Verpacken. Und die werden dann in Kühlräume gelagert. Also jedenfalls die für die Nahrungsproduktion für Menschen gedacht ist. Ne? Für Tiere vielleicht nicht, das ist vielleicht eher anders, aber die werden meistens gleich konserviert, indem sie gedämpft werden und entsprechend verarbeitet werden oder getrocknet, keine Ahnung. Weil die an sich so anfällig sind zum Verfaulen, ne? Da gibt es extra Kühlräume, wo die Temperatur niedrig gehalten wird, weiß ich, 3-4 Grad, keine Ahnung. Und dann wird entsprechend noch Sauerstoff entzogen und mit Kohlendioxid angereichert, damit die im Prinzip länger frisch bleiben. Und sowas haben wir hier nicht, wir haben hier nur Wurzellager, also das ist für mich dann persönlich, naja, den Aufwand machen wir jetzt nicht. Zuckerrüben gehen jetzt zur Zuckerfabrik und die Kartoffeln gehen, ja, irgend so ein Händler gehen die hin und wird verkauft. Mal sehen, wo wir es verkaufen können. Wird sich noch einer finden, der es haben will, ne? Reifeisen oder so, garantiert. Dann können wir ein bisschen Geld verdienen und dann ist es auch ganz gut. Denn sonst hätten wir im Frühjahr normalerweise Verluste in Kartoffeln. Und im Grunde, wenn du Pech hast, ist die ganze Ladung hinüber. Ne? Alles Matsch. Und zu Hause war das mal so kellernass und schock. Bisschen Wasser eingetreten, das mochten die gar nicht und dann ein paar Tage später haben sie schon gefault, also nicht zu empfehlen. Zu warm mögen sie es auch nicht, dann keimen die gleich wieder und mehr oder weniger und dann ist es auch nicht ideal. Und deswegen ist es ja, haben sie heutzutage Speziallagermöglichkeiten.
Das ist ein Anfang nachher, na gut, Anfang vom anderen Ende vielleicht irgendwie, ne, auch nicht. Wenn wir hier alles voll haben in die Richtung, dann machen wir es nachher von einer anderen Richtung. Aber das bringt ja auch nichts. Wollte kurz reinfahren. Ja. Wir werden mal die Außenwand ein bisschen mal außen vor lassen, weil da können wir nichts groß wegmachen. Vorne schon. Da ist schon schwierig. Da wo die ersten Dinge und da hinten sind überall Reifen. Und da links sichert nicht. Dann wenn wir mal die Außenwand nicht so voll machen, dann machen wir den ganzen Mist in der Mitte rein. Anführungszeichen, ne? Ich möchte ja nicht hier den hinterher wieder alles umsonst war. Schauen wir an der Ecke, ob da auch Reifen sind. Müssten auch Reifen sein, also. Ah, da ist frei. Ah, anders packen sollen. Gut. Was nächstes Mal wissen wir, wenn wir halt Dietmann nehmen, ne? Naja, gut, das ist halt so, ne? Ja. Schau mal, ne? Noch ein Symbol dazu, dass alles feucht ist, geht nichts. Und ja, wir sind beide reingefahren hier. Ja, da sind wir wieder. So, Holz machen wir alles später, alles machen wir hauptsächlich im Winter, wenn wir Zeit haben. Nebenbei bei der die Aussaat läuft, ja, kann man auch noch was machen und Holz und so, ja. Aber jetzt aktuell geht's nicht. Okay, Zeit. Also ich bin kein großer Freund von Produktion, weil ist mir alles zu unrealistisch. Weil das stimmt ja so nicht ganz. Ein Sägewerk hat ja Angestellte und kostet ja ständig Geld, ne? Also, da musst du ja den Lohn weiterzahlen. Ne? Du kannst ja nicht die Leute so nach Motto, jetzt brauchst du die mehr in Rente schicken, so ungefähr. Ne? Ja. Funktioniert ja so nicht. Jetzt müssen wir starten. Und wir erst vorwärts fahren. Ach so, umschalten nach vorne. Ja. Nun die Haltebahn, also das Programm halt, ne? Mais, Mais, Mais. Naja, gut. Ungünstig, kriegen wir nicht voll mit halben Bahn hier, ne? Das ist ja schlecht. Ja gut, was willst du, ne? Kann man nicht ändern. Ja. Neue Jahr schon wieder, ich wollte sagen, halb vorbei, zwei Wochen vorbei. Ja, so schnell die Zeit, ne? Aber als Kollege ist in Pension, ja, der hat es auch geschafft. Hat er sich auch verdient. Und soweit ist es soweit, ne? Ich muss noch viele Jahre arbeiten. Wäre schön, wenn in 15 Jahren YouTube was abschmeißen würde, ne? Ich habe da so ein Programm gefunden durch Zufall, wo man erkennen kann, was man da theoretisch, was jeder da ungefähr verdient. Und das ist auch nur die Einnahmen von YouTube, ne? Also ein anderer hat mal ein Video gebracht hier, was er für Einnahmen hat hier für Amazon Link. Ja, das ist schon nicht schlecht. Und der hatte nur 30.000 Abonnenten gehabt. Aber so ein bisschen mehr wie Taschengeld.
meine, sicherlich muss man auf einmal Steuern zahlen, aber so im großen Ganzen. Ja. Hat es sich gelohnt, denke ich mal. Ich meine, gut, man muss mal dazu sagen, ist, wenn man es mal nebenbei macht, ist ja so eine. Keine garantierten Einnahmen, ne? Also das ist ja immer so. Das Interesse kann morgen vorbei sein, ne? Aber ich sag mal so. Im Großen und Ganzen. Ist ja die Nachfrage immer konstant, mehr oder weniger. Also. Weiß ja auch nicht genau, wie es funktioniert. Mal ist mehr, mal weniger. Es kann ja auch sein, dass der eine oder andere mal weniger Zeit hat oder so, ne? Oder woanders mal schaut. Ist ja gut möglich. Und wie gesagt, man muss ja nicht schauen, ne? Das ist ja immer entscheidend dabei. Ist alles auf freiwilliger Basis und vor allen Dingen, was wichtig ist, es kostet nichts, ne? Also egal, was ihr alles macht, was YouTube anbietet mit der Werbung entfernen und so. Ich glaube, bei mir läuft aktuell keine Werbung. Also ich wüsste jetzt was nicht. Ich habe nichts aktiviert. Ich könnte auch nichts aktivieren. Also von daher könnte es sein, dass bei mir sollte keine Werbung laufen. Also Werbung ist erst vorgesehen bei mir, wenn ich damit Geld verdienen möchte. Also dann würde Werbung laufen. Aber wie gesagt, wenn das die Einnahmen so gering sind, in Anführungszeichen, also dann, wo sich die Steuererklärung mehr Arbeit machen würde, als ich dann verdienen würde, dann würde ich sagen, okay, dann lasse ich die Finger davon. Das Einzige, was mir noch ein bisschen Reiz wäre, zum Beispiel, wenn wenn man gewisse Teile von der Steuer absetzen könnte, das wäre dann noch ein Reiz. Ne? Also wenn man jetzt dann sagt, okay, ich kaufe mir einen neuen Monitor, weil man einen haben möchte zum Beispiel, ne? dann sage ich die Steuererklärung, naja, gut, kannst ja absetzen, ne? Weil es ja weil mit Geld verdienst oder so, ne? Dann wäre es völlig reizvoll, ne? Wenn man also die Summen, die es für ausgeben kann, sind schon gewaltig, ne? Ja, aber ansonsten würde ich nicht für 3-4 Euro keine Steuererklärung machen wollen, ne? Also dann würde ich mir lieber sagen, okay, dann bleibt das ohne. Mal sehen, wie das jetzt sich entwickelt. Aktuell ist ja so, dass ich gerade jetzt ein Jahr dabei bin auf YouTube, wo ich mir entschieden habe, jetzt machst du was. Wo die ersten Anfänger ist mit Test und mit ja, probieren, Aufnahmesoftware und so, ne? Also das war ja auch anfangs Sprung ins kalte Wasser von nichts eine Ahnung. Was nimmt man da am besten und so, ne? Wie kriegt man das ein? Das Schöne ist, dass der Nils hier schöne Erklärungen gibt. Jetzt hat er mir ein neues von ihm angeschaut. Einen anderen Modus. Und da muss ich jetzt auch ein bisschen experimentieren, was sich da am besten sich dann nur macht. Ne? Und die eine Einstellung, die ich gemacht habe, waren ja extreme hohe Gigabyte-Zahlen. Also für. Und jetzt muss ich die zwei, die ich jetzt gemacht habe, oder die dritte. Auch mal testen, ne? Und kann sein, dass die Qualität nicht passt, ne? Also schlecht. Ich habe jetzt so vorne her mit dazu machen, zumindest vorbereiten. Ja. Bei uns wird's nachher klappert der Magen, ne? Ist nicht gut. Bei mir war's nicht. So, haben wir jetzt die Zeit. Ja, siehst du, fast wieder. Geht schnell. Also von der Statistik her gesehen ist es besser, man macht mehrere Videos, nicht so lang. Natürlich nicht zu kurz, ne? Das ist ja auch Blödsinn. Ne? Aber so ist ja der Wert ungefähr 15 Minuten, was YouTube da so gerne haben möchte. Wer länger machen möchte an sich Videos, der muss ich sogar freischalten lassen beim ersten Mal.
Aber wir machen hier einen Schnitt um die 18. Manchmal auch ein bisschen länger. Und dafür sind andere dafür entsprechend, naja, Normalzeit halt, ne? Wenn ich das nicht mehr sehe. So, wir fahren mal ja noch zurück. So, Wüste. Nächste BGA. Silo ist schon, naja, zur Hälfte, nach der Hälfte. Ja, ich muss überlegen, wie ich das mit einem anderen Maisfeld mache. Ob da Kursplay fahren lasse. Also. Aber da werden wir am besten Mais häckseln. Dann können wir gleich nachher einen dritten Drescher nehmen, noch Maisgebiss kaufen. Das können wir noch leisten. Und dann werden wir das auch entsprechend da. So, liebe Show, das soll's für heute gewesen sein. Ich danke fürs Reinschauen. Dann sage ich Ihnen auch mal Tschüss und Ciao, Ciao. Vielleicht sieht man sich dann zur nächsten Folge wieder. Tschüss.